Krankenstand mehrtägig. Die Erfassung von Krankenständen muss genauestens nach Kalendertagen erfolgen. Samstage, Sonntage und Feiertage müssen dabei berücksichtigt werden. Wenn die im DPW erfassten Krankenstände nicht mit den tatsächlichen Krankmeldungen seitens der ÖGK übereinstimmen, kann es aufgrund falscher Basisinformationen auch zu falschen Gehaltskürzungen durch die Personalverrechnung kommen. Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Mitarbeiter. Krankenstandsbestätigungen sind ausschließlich an die Mailadresse dpwkrankenstand.at zu senden. Bei einer mehrtägigen Krankmeldung muss im System eine Startbuchung und eine Endbuchung durchgeführt werden. Die Startbuchung wird folgendermaßen ausgeführt. Im Mitarbeitermenü unter Zeit meine Zeiten finden Sie die Monats- und Tagesansicht sowie die Übersicht. Um eine Startbuchung zu erstellen, müssen Sie entweder mit einem Klick auf das Datum in der Monatsansicht oder mit dem Reiter Tagesansicht in die jeweilige Tagesansicht des Tages wechseln, an dem der Krankenstand beginnt oder begonnen hat. In den Feldern Grund und Abwesenheit muss jeweils KR für Krank ausgewählt werden und im Kommentar erfasst man die Information über die Art der Meldung, zum Beispiel telefonische Krankmeldung. Hierbei müssen keine Zeiten angegeben werden. Den Vorgang mit dem Button Speichern in der Fußzeile abschließen. Mit der Startbuchung beginnt das System bis zur Endbuchung selbstständig Krankenstandstage zu erfassen. Durch das Einstechen des Mitarbeiters am ersten Arbeitstag nach dem Krankenstand erkennt das System automatisch das Ende des Krankenstandes. Sollte dies nicht direkt nach dem Ende des Krankenstandes sein, muss eine Endbuchung händisch erstellt werden. In unserem Beispiel endet der Krankenstand am Samstag und der Mitarbeiter sticht am Dienstag, seinem ersten Arbeitstag nach dem Krankenstand ein. Hierfür müssen Sie in der Tagesansicht des letzten Krankenstandstages, in unserem Beispiel der Samstag, im Kommentar Ende erfassen. den Vorgang mit dem Button Speichern in der Fußzeile abschließen. Alle bereits automatisch generierten Krankenstandsbuchungen an den Folgetagen, wie in unserem Beispiel der Sonntag und der Montag, müssen händisch mit dem Button Löschen in der Fußzeile der jeweiligen Tagesansicht gelöscht werden.